So, Übertragungen beginnen. Ja, ihr seht jetzt erst einmal den Rotas Abteil meines Joysticks. Und natürlich mein DVD-Laufwerk, denn jetzt gibt's das Let's Install The Witcher 3. So, CD1 einlegen. Oh, hehe. Da war noch eine drin. So, CD1. Ich hoffe, es ist richtig. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht lesen können. Ist ja auch egal. Ich bin gerade so bescheuert vor. Ja, Schwerstarbeit. Sich so runter zu bücken und muss ich erstmal den Umhang runternehmen, wird nämlich warm und ihr seht mich ja eh nicht. Ich hoffe, dass ich das rauspixeln kann, wo ihr mich schon zu deutlich seht. Ich wollte mir demnächst zwar Magics kaufen, aber noch muss ich mit AVS zurechtkommen. So, Autostart. So, hoffentlich muss ich da jetzt nicht meinen CD-Key vor mich hin, während ich ihn eingebe. Entschuldigung, ich bin durstig. Setup 3. Ach, das ist sogar gleich der GOG.com-Installer. In Installer. Setup 3. Setup, The Witcher 3 Wild Hunt. Wählen Sie die Sprache, die während der Installation benutzt werden soll. Deutsch, Englisch, Espanol, Französisch, Italieno, Polski. Ja, dann nehmen wir halt mal Deutsch. Ich hoffe, ich kann die Sprache dann noch im Spiel auswählen. So, ihr seht es total spannend, wie mein CD-Laufwerk gleich das Arbeiten anfangen wird. Oh, cool, gleich auf eGames The Witcher 3 Wild Hunt eingestellt. Dieses Spiel erfordert 27,9 GB freien Speicherplatz. Entweder sie haben es verdammt gut komprimiert oder der Witcher 2 ist verdammt schlecht komprimiert. Installiert Datei BINF X64 X63. Schöner Screenshot, schade, dass ihr ihn nicht sehen könnt. Der ist auch schön. Installiert Content, Content 0 Bundles, Blub, Punkt Bundle. Oh, da wird jemand vermöbelt, aber es ist FSK 18, kann ich euch nicht zeigen. Ihr müsst leider mit meinem CD-Laufwerk. Ach, schau mal, Brüste. Ja, Brüste. Aber darf ich euch nicht zeigen, ihr müsst mit einem CD-Laufwerk zufrieden geben. Ah, noch mehr Brüste. Ist ja auch der Witcher, wer erwartet es? Verbleibende Installationszeit: 68 Minuten, 71 Minuten, 75, 78, 80. Hallo, Tywin Lannister. 90. 100. Das erinnert mich echt an meine Kindheit. 100 Minuten Installation. Du musst davor sitzen. Was man warten, bis man die CD ausgewechselt hat. Entschuldigung, Kohlensäure. Aber das Geile damals war, man konnte diese Zeit nutzen, die Handbücher durchzulesen. Ich weiß noch, jedes Mal, wenn ich Wing Commander installiert habe oder Command & Conquer, saß ich davor und habe mir diese Story-Handbücher durchgelesen. Ich kann die immer wieder durchlesen. Es ist so bescheuert. Aber sie machen einen. Sie erhöhen die Vorfreude auf das Spiel selber. Wir sind übrigens zwar jetzt bei 200 Minuten verbleibende Installationszeit. Ach, 160 nur noch. Oh, ich glaube, ein Let's Play Kita Hero. Ja, was auch immer. Ich hätte Skype ausschalten sollen. Oh, noch mehr Brüste. Ich schaue mir jetzt gerade mal The Witcher, das Universumskompendium an. Uralte Zeiten. Vor vielen Zeitaltern wurde diese Welt von nichtmenschlichen Völkern beherrscht. Von Gnomen und Zwergen. Dann erschienen die Elfen, das stolze Volk der Enside, das vor 2.500 Jahren in diese Welt kam. Sie schufen Ansiedlungen, Festungen und Städte. Die älteren Völker errichteten die ersten Königreiche und Zivilisationen dieser Welt. Dann ereignete sich jener magische Kataklysmus, der als Sphärenkonjunktion bekannt ist, und alles wurde anders. Ich hoffe, ich schreibe am besten einen Spoiler davor. Ich habe ja die Bücher gelesen,
Aber in diesen Büchern wurde mir nie so ganz klar, was diese Sphärenkonjunktion eigentlich ist. Oh, ein Geschenkgutschein für The Witcher Battle Arena. Sehr schön. Oh, noch mehr Screenshots, aber dieselben, die ich vorhin schon hatte. Wieder Brüste. Verbleibende Installationszeit, 300 Minuten. Also ich wünsche mir dann, dass ihr jetzt ein Video mit 300 Minuten Zeit habt, Dauer habt, in dem ihr einfach nur zuseht, wie mein CD-DVD-Laufwerk läuft. Ich hoffe, es läuft, weil irgendwie finde ich das komisch. Es hängt nämlich immer noch bei Content 0 Bundles Buffers .Bundle. Ich hoffe, das geht dann mal wieder voran. Oh, ein Greif. Oh, jetzt ist es auf 80 Minuten gesunken. Sehr schön. Wo war ich denn? Und das finde ich gerade geil. Ich lenke schon wieder ab. Ich wollte vorlesen. Sphärenkonjunktion. Die Grenzen zwischen den Welten wurden für eine Weile durchlässig und konnten von Kreaturen und Phänomenen überwunden werden. Obwohl das Ereignis 1.500 Jahre her ist, sind seine Spuren noch immer gegenwärtig. Damals kamen die Magie und auch die Monster in diese Welt, die sie bis heute plagen. Die Konjunktion brachte außerdem die ersten Menschen mit sich, deren Ankunft ein neues Zeitalter markiert. Das heißt also, wir Menschen sind in dieser Welt nur Neozonen. Naja. Was würde der Naturschutz da wohl sagen? Zunächst waren die Menschen nichts als Flüchtlinge und Eindringlinge. Verloren in dieser rauen neuen Umgebung. Im Angesicht unbekannter Gefahren mussten sie jeden Tag um ihr Überleben kämpfen. In den letzten 500 Jahren hat es jedoch eine starke Expansion dieser jungen, ambitionierten Spezies gegeben. Das sind alles Ackermänner. Ich bin jetzt bei Datei Content 0 Bundles Movies Bundles. Unter 12 Minuten. Wo war ich denn? Ah ja. Langsam aber stetig wurden die Menschen von Flüchtlingen zu Eroberern. Sie nahmen sich den größten Teil der bekannten Welt mit Feuer und Stahl von den älteren Völkern. Also, dass die Menschen bei dieser Sphärenkonjunktion mit rüberkamen, habe ich auch aus den Büchern nie so rauslesen können. Aber der Zeitpunkt wurde auch den Büchern immer ziemlich gleichgesetzt mit der Sphärenkonjunktion. Oh, hallo Kiri. Die Völker und Kulturen des Festlandes. Heute ist die Welt von zahlreichen Völkern und Kulturen besiedelt. Doch seit 500 Jahren sind die Menschen deutlich in der Überzahl. Im Norden unterteilt sich die Landschaft in 5 stolze kriegerische Königreiche, die unablässig gegeneinander und gegen den großen Nachbarn im Süden kämpfen, das mächtige Kaiserreich Nilfgaard. Nach der Eroberung seiner kleineren Anrainer hat das aufstrebende Imperium in den vergangenen Dekaden einen stetigen Marsch nach Norden begonnen und war stets um Erweiterung seiner Grenzen bestrebt. Nilfgaard und die Königreiche des Nordens haben schon 2 große Kriege ausgefochten. Doch erst der gegenwärtige 3. nördliche Krieg wird das Schicksal dieser Welt entscheiden, meinen viele. Tatsächlich haben sich CD Projekt damit auch an die Bücher gehalten. Ich muss hier definitiv einen Spoiler-Hinweis reinhauen. Sehr gehalten, dieser 3. Krieg wird bereits in den Büchern erwähnt, wenn auch nicht beschrieben. Es gibt immer wieder praktisch Ausblicke auf Historienbücher in so 200, 300 Jahren, wie die den Blick auf die Ereignisse in diesen Büchern schauen. Das ist eine der Genialitäten, die ich an diesen Büchern fand. Und da wird dieser 3. Krieg eigentlich erwähnt. Wie der ausgeht, wird aber nicht wirklich gesagt. Man kann sich aber fast ein bisschen denken. Wo war er eigentlich? Es ist sehr weit hergeholt, meine Überlegung gerade. Die Zeit der anderen Völker ist abgelaufen. Elfen, Zwerge und andere Geschöpfe sind gezwungen, mit den Menschen in einer menschlich dominierten Welt zusammenzuleben. Was üblicherweise Diskriminierung, Ausgrenzung und ein Leben in Ghettos bedeutet. Vorurteile, Intoleranz und Hass sind ihr tägliches Brot. Anderlinge, die ein solches Leben nicht hinnehmen wollen, sind gezwungen, in abgelegene Wälder und Berge auszuweichen. Wenige unabhängige Enklaven, an den Rand der Welt gedrängt, kämpfen sie einen Partisanenkrieg um die letzten Reste ihrer Würde. Zahlreiche Grausamkeiten von beiden Seiten vertiefen die Kluft zwischen Menschen und Anderlinge. Den Begriff Anderlinge habe ich in den Büchern übrigens auch nie so gelesen. Wahrscheinlich
ist das eher in den polnischen Versionen. Verbleibende Installationszeit 69 Minuten. Ich muss mal kurz schauen, ob die Kamera noch richtig steht. Ja, sehr schön, gut. Die Hexer, ihre Ausbildung und ihre Rolle in der Gesellschaft. Die Hexerkaste entstand vor einigen Jahrhunderten durch magische Experimente und kontrollierte Mutationen. Sie ist die Antwort der Menschen auf die Gefährdung durch die Monster und magische Bestien, die seit der Konjunktion durch diese Welt streifen. Hexer ziehen als professionelle Monsterjäger durch das Land. Gegen Bezahlung töten sie gefährliche Kreaturen, die eine Bedrohung für Menschen darstellen. Doch Vorurteile und wilde Gerüchte über diesen Beruf haben sie auch zum Ziel von Verfolgung und sogar offenem Hass gemacht. Hexer wurden verschiedentlich schon von Lynchmobs ermordet, ihre Schulen geplündert und niedergebrannt. Die Zeiten der offenen Feindseligkeit sind zwar vorüber, doch man begegnet ihnen auch heute noch oft mit Misstrauen und Ausgrenzung. Trotz alledem und trotz der Tatsache, dass es nicht mehr viele von ihnen gibt, gehen die letzten Hexer noch immer ihrem Beruf nach und versuchen im Angesicht von Krieg und Zwietracht ihre Neutralität zu wahren. Wir sind bei Installiert-Datei, Content 0, Texture.cache. Verbleibende Installationszeit 66 Minuten. Die Hexerausbildung beginnt schon im Kindesalter. Hexer altern körperlich viel langsamer als gewöhnliche Menschen. Sie sind immun gegen Krankheiten und werden mit fast allen Giften fertig. Außer Alkohol. Das fand ich in den Büchern und auch im Spiel immer sehr seltsam. Sie gegen alle Gifte unempfindlich. Aber besoffen werden können sie trotzdem sein. Sie vertragen zwar recht viel, aber gut. Außerdem können sie in der Dunkelheit sehen und aufgrund der Modifikationen an ihrem Stoffwechsel, ihrem Puls und ihrer Adrenalinausschüttung kontrollieren. Ihre Reflexe und ihre Körperkraft sind unvergleichlich. Während ihrer strapaziösen Ausbildung erlernen Hexer sowohl die Schwertkunst als auch den Einsatz einfacher, jedoch wirkungsvoller Magie. Sie verfügen außerdem über umfangreiche Kenntnisse über Monster und über das Brechen von Flüchen und Verzauberungen, um mit den magischen Kreaturen, auf die sie angesetzt werden, effizienter fertig zu werden. Oh, da fliegt ein Arm. Verbleibende Installationszeit 75 Minuten. Ich fühle mich gerade 20 Jahre jünger. 15 Jahre jünger. Der Beste der Besten. Geralt von Riva. Geralt von Riva wuchs in der Bergfestung Kaer Morhen auf. Oder Morhen? Dem Sitz der Wolfsschule der Hexer und erhielt dort auch seine Ausbildung. Er gehört zu den letzten und den erfahrensten der Hexer. Seit vielen Jahrzehnten zieht er durch die Welt und nimmt Aufträge zum Erlegen gefährlicher Monster an, die er mit Stahl und Silber tötet. Sein weißes Haar ist kein Zeichen fortgeschrittenen Alters, sondern Ergebnis der zahlreichen experimentellen Mutationen, die Geralt während der Ausbildung durchlief. Mein Mund liegt zum Trocken. Die einzigartigen Veränderungen haben ihn zu seinem fast perfekten Kämpfer gemacht, mit dessen Fähigkeiten sich nur wenige messen können. Er ist ein kühler, beherrschter und außergewöhnlich tödlicher Kämpfer, übernatürlich schnell und wendig, ein Meister des Schwertkampfs und der Hexermagie. Da möchte ich gleich mal eine kleine Kritik an das Spiel anbringen. Mir kam er im Spiel immer ein bisschen zu sympathisch rüber. Liegt vielleicht aber auch daran, dass man ihn im Spiel eben so spielen kann, wie man eigentlich will. Und dann spielt man natürlich in der Regel die Person, die einem sympathischer ist. Aber in den Büchern gibt es stellenweise Stellen, wo er wirklich sehr unsympathisch rüberkommt. Und das ist eigentlich eine der Sachen, die ich an Geralt mag und die eigentlich wieder sympathisch finde. Ich mag Paradoxen. Im Laufe der Jahre hat Geralt sich den Ruf eines unübertroffenen Fachmanns erworben. Aufgrund seiner erzügigen Effizienz und seine Dienste beim Gemeinvolk und an Königshofen gleichermaßen gefragt. Ach, sind seine Dienste, hoppla. Die Geschichten vom Weißen Wolf, den Flüchen, die er gebrochen und den Bestien, die er besiegt hat, sind in den Königreichen des Nordens überall bekannt. Geralts Freunde und ihm nahestehende Personen. Ich bin jetzt auf Seite 11 von 16. Hol dir eine kostenlose Kopie vom Comicbuch The Witcher House of Glass. Ich habe gerade mal nach ganz hinten geblättert. Das finde ich cool, denn das Comic wäre der einzige Grund gewesen, warum ich mir das Spiel überhaupt vorbestellt hätte. Ich habe es mir nicht vorgestellt. Heute ist der 20.05. Ich habe es mir nicht mal am Release-Tag gekauft. Ich habe tatsächlich einen Tag durchgehalten, es mir nicht zu kaufen.
Und es war wirklich das letzte Exemplar, das im Laden stand, das ich gerade gekriegt habe. Geralt von Riva ist zwar von Natur aus ein Einzelgänger, doch hat er auf seinen Reisen einige treue Freunde gefunden, die ihm jederzeit zur Hilfe eilen würden. Zu diesen Freunden gehören folgende Personen. Wir sind übrigens bei 94 Minuten Installationszeit. Content, Content 0, Texture.cage. Rittersporn, der berühmte Barde und Poet, dessen Balladen fast so bekannt sind wie seine amorösen Eskapaden. Rittersporns Temperament, seine Unbekümmertheit und seine scharfe Zunge haben ihn und Geralt schon manches Mal in Schwierigkeiten gebracht. Es lässt sich aber nicht leugnen, dass der Barde dem Hexer ein loyaler Freund ist, der für ihn und seine Gefährten, jederzeit den Kopf hinhalten würde. Soltan Chivay, ein herzlicher, manchmal derber Zwerg, es ist ein Zwerg, der Geralt gerne mit gutem Rat und starkem Arm zur Seite steht. Er ist Veteran der Kriege gegen Nilfgaard und führt jetzt sein Abenteuerleben. Nach seinen eigenen Worten ist er ein unverbesserlicher Altruist, der seine Anstrengungen für das Gute nicht vergeuden will und sich daher auf sehr spezifische gute Taten konzentriert. Solche, die gut für ihn selbst und für sein unmittelbares Umfeld sind. Ja, das ist eine ziemlich gute Beschreibung für den Zoltan aus dem Buch. Triss Merigold. Die junge Zauberin war zunächst Geralts Gefährtin und Freundin, später seine Geliebte. Seitdem hat ihre Beziehung sich noch vertieft. Unabhängig von den Gefühlen zwischen ihnen hat Triss ihren Mut, ihre Entschlossenheit und auch ihr unglaubliches magisches Talent zahllose Male unter Beweis gestellt. Was ich ziemlich cool finde, weil damit ist, dass Triss in den Spielen so mutig ist. Vorsicht, dicker, fetter Buchspoiler. Denn das ist eigentlich die wichtigste Entwicklung in den Büchern, da ist sie nämlich nicht immer so. Yennefer, die erste und größte Liebe von Geralt. Sie ist eine mächtige Zauberin und war Ciri. Ciri oder Ciri, wie spricht man das eigentlich aus? Die Mündel des Hexers, eine Mentorin und Ersatzmutter. Yennefers Schicksal ist unbekannt, seit Geralt vor vielen Jahren unter mysteriösen Umständen von ihr getrennt wurde. Ciri, das Mündel und die Adoptivtochter des Hexers, sie ist durch das verborgene Wirken von Schicksal und Vorsehung mit Geralt verbunden. Ja, dazu sage ich jetzt nichts. Geralt und Ciri wurden im Laufe der Jahre schon mehrfach getrennt und wieder vereint. Doch seine Suche nach ihr dauert bis heute an. Dank ihrer einzigartigen magischen Fähigkeiten wird Ciri außerdem seit Jahren vom Kaiserreich Nilfgaard und anderen rätselhaften Kräften gesucht, die ihre besondere Gabe für ihre eigenen Zwecke einsetzen wollen. Die bisherigen Taten des Hexers. Naja, ich habe jetzt eigentlich schon gesagt, ich hau einen Spoiler-Warnung rein. Also, wer sich die Spoiler nicht antun will, ist jetzt zu spät zu sagen. Einige Jahre nach seinem vermeintlichen Tod kehrt Geralt von Riva unerwartet zurück und wird dabei von den Reitern der wilden Jagd verfolgt. Er versucht, sein verlorenes Gedächtnis zurückzuerlangen und zu erfahren, was aus denen geworden ist, die ihm am Herzen liegen. Dabei verstrickt er sich in weltliche Ereignisse. Es wird fast unmöglich, die hexertypische Neutralität zu wahren, als das Schicksal Geralt in kriminelle Kriege, Verschwörungen von Rebellen, und politische Intrigen von Königen hineinzwingt. Der Hexer rettet König Völtest vor einem Mordanschlag und der König verspricht ihm Hilfe bei der Suche nach Ciri und Yennefer, die beide vermisst sind. Doch kurz darauf gelingt es einem weiteren Meuchelmörder, Völtest zu töten. Und Geralt, der Tat so unrecht besichtigt, muss fliehen. Tatsächlich behandelten die Assassinen auf Befehl des Kaiserreichs. Das fängt ja eigentlich die Zusammenfassung mit dem zweiten Teil erst an. Nilfgaard, dass sich heimlich der Hexer von der Vampirschule, von der Vipernschule bedient, um einen König des Nordens nach dem anderen loszuwerden. Schließlich gelingt es Geralt, das Gedächtnis zurückzuerlangen, um seinen Namen reinzuwaschen. Doch die nördlichen Königreiche, in denen politisches Chaos und Aufstände von Anderlingen herrschen, schaffen es nicht, sich der einfallenden Armeen Nilfgaards zu erwehren. So beginnt ein weiterer großer Krieg. Die Shivana kommen! Und es sieht aus, als entschiede sich diesmal das Schicksal des Nordens. Von seinen politischen Verstrickungen befreit, durchreist der Hexer jetzt wilde Lande, große Städte und geplünderte Landstriche auf der Suche nach seinen Lieben und jeder Schritt bringt ihn näher zur Konfrontation mit der geheimnisvollen wilden Jagd. Also tatsächlich, wenn sich das hier so richtig liest, ist das, wie ich gehofft habe,
Realität geworden. Und CD Projekt will die. Das Ende der Bücher war sowohl abschließend, offen, traurig, wie auch gut. Es war ein sehr cooles Ende, wie ich fand. Sehr kompliziert. Ich musste es mehrmals lesen, um es zu verstehen. Die Bücher lohnen sich wirklich. Das Spiel. Stahl und Silber. Geralts Schwerter. Ich wollte noch was zum Ende der Bücher sagen. Genau, und die Sachen, die eigentlich offen bleiben, diese wenigen Story-Stränge, das Buch dreht sich ja eigentlich um Ciri und Geralt und das ist eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen, werden jetzt in dem Spiel nochmal aufgenommen und wirklich wohl zu einem Ende gebracht. Wenn das stimmt, ist das Spiel schon mal richtig gut. Stahl und Silber, Geralts Schwerter. Im Kampf setzt Geralt eines seiner beiden Hexerschwerter ein. Das Jarl wird... Ich glaube, es wird Zeit aufzuhören, vorzulesen. Ich bin jetzt übrigens, der Balken steht etwas bei einem Viertel. Also müsst ihr gleich hier was ganz Spannendes auf der Kamera sehen. Ich bin jetzt bei der Datei Content 1, nicht mehr Content 0. Sound SPC, hallo Triss. Von Cage, verbleibende Installationszeit 51 Minuten. Stahl und Silber. Geralts Schwerter. Im Kampf setzt Geralt eines seiner beiden Hexerschwerter ein. Das Stahlschwert ist im Kampf gegen Menschen und wilde Tiere geeignet. Das verzauberte Silberschwert ist für alle Arten magischer Kreaturen und Münster tödlich. Hexersinne. Geralts Sinne sind wie bei Hexern üblich. Durch besondere Mutation und jahrelange Übung besonders geschärft. Er kann Dinge sehen, hören und spüren, die normale Menschen nicht wahrnehmen. So kann er seine Beute effizienter verfolgen und tödliche Überraschungen vermeiden. Geralts Medaillon. Geralt trägt ein Silbermedaillon in Form eines Wolfskopfs um den Hals. Es ist das Symbol der Wolfsschule, in der er ausgebildet wurde. Das Medaillon ist nicht nur eine Insignie seines Berufsstandes, sondern hat auch zahlreiche nützliche Eigenschaften. Es vibriert in der Nähe von Gefahren und zeigt Magie. Ach, ich mache mir gleich Magiefix. Wo war ich denn jetzt? Magie? Magische Kreaturen und die Anwesenheit übernatürlicher Wesen an. Ich muss gerade was schauen, ich hatte heute noch einen Termin. 18 Uhr, oh, verdammt. Zeichen Hexermagie. Hexer setzen Magie in Form sogenannter Zeichen ein. Diese einfachen Zauber verschaffen ihnen im Kampf weitere Vorteile und können sogar kampfentscheidend sein, wenn sie im rechten Moment gewirkt werden. Hexer können ihre Gegner mit einfachen Gesten meterweit zurückstoßen oder niederschlagen, in Flammen setzen, blenden oder betäuben. Andere Zeichen wirken subtiler, aber nicht weniger effektiv. Mit ihnen lassen sich magische Fallen stellen, Gegner manipulieren und Angriffe abwehren. Alchemie. Hexer werden in der Kunst unterwiesen, magische Tränke aus seltenen Kräutern und den Organen besiegter Monster zu bereiten. Das Konsumieren solcher Tränke, die normale Menschen umbringen würden, verstärkt die ohnehin schon vorzüglichen Fähigkeiten von Hexern weiter, verleiht ihnen ein übernatürliches Tempo, übernatürliches und außerordentliches Kampfgeschick. Mit anderen Zutaten lassen sich Gifte oder Bomben erzeugen, die zum Betäuben oder Schwächen von Gegnern eingesetzt werden können. Mitwirkende Text Markin Batylda, oje, ich kann das nicht aussprechen, Bearbeitung und Lektorat, Robert Malinowski, Travis Kurit, Andrew Stone, Grafiken, Bartlomei Gavel, Tim Daly, D-A-L-Y, das heißt bestimmt nicht Daly, Dali. John Lief, Bernard Kowalczuk, Monika Zawistowska, Marek Madic, Jan Marek. Ey, Marek, kommt mal her. Ja. Layout, Carolina Oksitschka. Tut mir leid an...
DVD 2. Jetzt wird's spannend. Na? Ja? Ja! Es passiert was. Das ist mal so anstrengend. Oh, verdammt, hab ich's richtig drin? Sieht so aus. Gut. Ja, Waldhand 3 bin öffnen. Oh, da muss man ja sogar gewisse Informatikerkenntnisse haben, damit man die nächste DVD auswählen kann. So, jetzt hatte ich leider die 15 Seiten des leider recht dünnen Kompendiums. Wenn ich daran denke, habe ich das Handbuch noch da? Von Command & Conquer und Wing Commander, weil die waren recht dick. Da hat man schon mal eine Stunde dran gelesen, dann war die Installation wirklich fertig. Wie lange geht das Video hier eigentlich schon? Ach, nur 26 Minuten. Ach, das geht ja noch. Ich habe nur eine Dreiviertelstunde Pen and Paper Abend, das ist mir gerade eingefallen. So, was kann ich denn jetzt noch machen? Wir haben ja noch das Handbuch. Das andere Handbuch. Die Spielanleitung. Die ist leider auch ziemlich dünn. Ach, guck mal, ich könnte einen Spielcode vorlesen. Mit diesem Code sind Zusatzinhalte verfügbar, wenn er beim Starten von der Witcher 3 Wildhand eingegeben wird. Nö. Also ja, ich gebe ihn ein. Oh, Zeit des Sturms. Stimmt, das Buch fehlt mir noch. Aber ich habe echt kaum noch Zeit zum Lesen. Wenn, dann müsste ich auf Zocken verzichten. Das ist echt eine schwere Entscheidung. Ja, das Buch zum Spiel. Der neue Band der Hexersaga. Spielen. Starten des Spiels mit dem GOG.com Galaxy Client. Moment, ist der Galaxy Client hier etwa Pflicht? Das finde ich so schön. Beim ersten Starten von der Witcher 3 Wildhand ist eine Internetverbindung erforderlich. Die zum Veröffentlichungstermin verfügbare Patch, die veröffentlicht, wird automatisch heruntergeladen. Sobald er installiert ist, kann das Spiel auch ohne Internetverbindung gestartet werden. Ja, es ist eigentlich Online-Aktivierung. Ne? Nicht so schön von euch, CD Projekt. Aber es gibt immerhin... Also ich kann mir vorstellen, dass sie das irgendwann noch rauspatchen. Das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, dazu gedacht, Leaks vor dem eigentlichen Veröffentlichungstag zu verhindern. Installation von The Witcher 3. Wild Hunt. Schließen Sie alle offenen Anwendungen. Ich habe offen Skype. Ich mein Aufnahmeprogramm. Den Windows Explorer. Mein Windows-Scanner. Virenscanner. Mein Soundtreiber. Naja. Oh, Firefox. Mein LTE-Stick-Treiber. Oh, schöne Bienenfresser. Oh, schöner Steinarsch. Ja, das habe ich also auf meinem Desktop. Also da hüpfen gerade so Bienenfresser von einem Steinadler davon. Auf meinem Desktop. Die passen da alle auf den 24 Zoll, deswegen. Das passt dann schon. Installation von The Witcher 3 Wild Hunt. Was ich jetzt noch zu der scheiß Online-Aktivierung sagen wollte, ich denke, sie patchen es raus. Ich hoffe es. Niemals einer Firma ein Vertrauen schenken. Egal, wie sympathisch sie ist. Installation von The Witcher 3 Wild Hunt. Schließe alle offenen Anwendungen, das waren wir ja schon. Und Hintergrundtasks. Also gut, das mache ich jetzt mal. Ich fange mal damit an. Prozesse. Wie wär's mit der Dashboard-Exe, der DWM-Exe? Das ist immer noch langweilig. Die Setup der Witcher-Exe. Task-Cost-Exe, Winlog-On-Exe. Ich glaube, wenn man die tiltet, den startet Windows neu. Ich hab's mal ausprobiert, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist SciTech, das ist meine Tastatur. Oh, ich sehe, das Bild auf eurer Kamera ist immer noch sehr spannend. Ich könnte ja mal am Kabel wackeln. Welches Kabel ist das überhaupt?
Hä? Welches ist das? Ist das 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 das? Ich find's nicht. Hä? Moment. Ist das etwa das hier, oder? Nein. Hä? Hallo. Ach, ich habe die Kamera ein bisschen falsch hingestellt. Ändert sich nicht wirklich was, finde ich, dran. Schiebe. Jetzt wollte ich das DVD-Laufwerk aufmachen, um was zu testen. Es wäre natürlich jetzt lustig, wenn dir es nicht mehr aufnimmt. Das wäre eher schade. Na gut. Wir sind bei... Verbleibensinstallationszeit 48 Minuten. Die Zeit wird eng. Ja, ja. Was wollen die denn schon wieder alle von mir? ich hätte Skype ausschalten sollen. Naja. Ich wollte... Hintergrund-Task. Lege die CD The Witcher 3 Wild Hunt Spieldisk in das DVD-Laufwerk ein. Welche von den Vieren ist jetzt gemeint? Ist Autoplay aktiviert, wird der Installationsbildschirm automatisch geöffnet. Ist Autoplay nicht aktiviert, navigiere zum DVD-ROM-Laufwerk mit der The Witcher 3 Wild Hunt Spieldisk 1 und führe die Datei Setup-Exe aus. Nach dem Öffnen des Installationsbildschirms wähle die gewünschte Sprache aus und akzeptiere die Lizenzvereinbarung für Endbenutzer, wenn die entsprechende Aufforderung erscheint. Da ist schon wieder Tywin. Hallo Tywin, du hast ja gar keinen Bolzen im Magen. Das habe ich noch für Game of Thrones gespoilert. Oh, hört auf, so einen Scheiß zu schreiben. Ich lese es nicht vor, wer da was schreibt. Nach dem Öffnen des Installationsbildschirms wähle die... Ach, da waren wir ja schon. Die ausgewählte Sprache wird bei der Installation im Spiel selbst verwendet. Die Textsprache im Spiel kann später mit Hilfe der spielinternen Menüs geändert werden. Ich hoffe auch die gesprochene Sprache, weil sonst muss ich das Spiel nochmal neu installieren. Verdammt. Ich habe irgendwie den Verdacht, Übertragung stoppen. Das daueraufgenommenes Video 33 Minuten steigt. CPU verbraucht 20%. Jetzt nimmt er es auch noch auf C auf. Naja. Klicke auf Installieren, um das Spiel im Standardverzeichnis zu installieren. Klicke auf Optionen, um das Spiel an einem anderen Ort zu installieren. Unter Optionen kannst du auch die zu installierende Sprache der Sprecher auswählen. Englisch wird mit der hier ausgewählten Sprache stets gemeinsam installiert. Juhu! Ich will sie auf Englisch spielen. Fünftens. Starte das Spiel über die Verknüpfung, die bei der Installation erstellt wurde. Hinweis. Es ist wichtig, dass du diese Verknüpfung verwendest. Starte das Spiel nicht auf eine andere Weisung. Ich kann es auch direkt über die Exe installieren. Starten. Naja. Der zum Veröffentlichungstermin verfügbare Patch wird automatisch heruntergeladen. Ja, wenn man das richtige Internet dazu hat. Ich habe extra Traffic für diesen Patch gehoben. Sonst kommt gleich wieder die lustige Datendrossel. Ich schüttel jetzt mal kurz die Kamera durch. Da tut sich tatsächlich nichts. Ich hoffe, es geht trotzdem noch aufgenommen. Ich hoffe, ihr seht jetzt noch den... Weil bei mir ist jetzt nur noch Standbild. Das ist ein bisschen doof, was mir hier angezeigt wird. Ich kann ja mal schauen. Ich stopp mal kurz die Übertragung. Ah, sehr schön. Das hat wohl funktioniert.
Jetzt sieht man auch wieder, wenn ich was. Sehe ich auch wieder, wenn ich was bewege. So, jetzt seht ihr, glaube ich, besser wie euch. Boah, ihr habt voll den Flensler-Effekt. Ich habe schon erwähnt, dass ich so glühend leuchtende Gehäuse ziemlich dämlich finde. Wir sind so graue Klötze eigentlich lieber. Das ist jetzt tatsächlich keine Ironie. Ich habe ja auch noch. Meine Soundkarte leuchtet auch noch rot. Warum auch immer die rot leuchten muss, die muss Sound machen, kein Licht. Ich war bei Klicker auf Installieren, nein, da war ich noch nicht. Sobald der Patch installiert ist, kannst du das Spiel starten. Also heute Abend um 1 Uhr früh oder so. Heute Abend um 1 Uhr früh, ja. Installation von DirectX. The Witcher 3 Wild Hunt benötigt DirectX 11. Ist DirectX 11 nicht installiert, fordert dich das Installationsprogramm zum Akzeptieren einer Lizenzvereinbarung. Ich mag Lizenzvereinbarung. Wir sind jetzt übrigens ungefähr bei der Hälfte. Und zur Installation von DirectX 11 auf. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange, weil mir geht langsam die Zeit aus. Da hatte ich vorhin gar nicht mehr gedacht. Spielen. Starten des Spiels mit dem GOG.com Galaxy Client. Ach, ich weiß, wie der Client funktioniert. Stimmt, ja. Du kannst ja einfach auswählen, wenn du auf die Exe klickst, ob du den Client verwenden willst, ob du offline einfach starten willst oder dich in den Client einloggen willst. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Eigentlich wie früher, willst du Multiplayer spielen, musst du dich ins GameSpy einloggen, willst du Singleplayer spielen, klickst du einfach auf die normale Exe und dann geht's los. Da klickst du halt statt auf die Exe, erst auf die Exe und dann auf offline. Zumindest war das bei Alien vs. Predator so. Von GOG. Klicke auf Spielen, um The Witcher 3 Wild Hunt zu starten. Zugriff auf Zusatzinhalte mit einem GOG.com Spielcode. Das Heft ist übrigens nicht sehr gut geheftet. Noch hält's. Aber ich habe da höhere Ansprüche an die Stabilität, da ich keine sehr hohen Ansprüche an Aufmerksamkeit meinerseits habe. Zugriff auf Zusatzinhalte mit einem GOG.com Spielcode. Zum Herunterladen von Updates und kostenlosen Inhalten. Zum Herunterladen muss dein Spiel mit einem GOG.com-Konto verbunden werden. Das hat bei mir inzwischen fast mehr Spieler als Steam. Gehe dazu wie folgt vor. Klicke auf die Verknüpfung der Witcher 3 Wild Hunt, der GOG.com Galaxy Client wird geöffnet. Klicke auf Spiel jetzt verbinden. Erstelle ein kostenloses Konto bei GOG.com oder melde dich mit einem vorhandenen Konto an. Gib den GOG.com Spielcode ein, um ihn einzulösen. 42 Minuten soll es sich bei einer Installation. Wir sind jetzt gerade bei Content 4 Bundles Movies.bundle. Verbleibende Installationszeit 42 Minuten. Trockengefaselter Mund, 100%. Ich muss mal was trinken. Wo war ich denn? Ändern der Sprachausgabensprache. Im Bereich Einstellungen kann eine andere Sprache der Sprachausgaben ausgewählt werden. Daraufhin werden die entsprechenden Sprachdateien heruntergeladen. Du musst beim GOG.com-Konto angemeldet sein, um neue Sprachdateien herunterzuladen. Die englischen Sprachdateien bleiben stets zusätzlich zur hier ausgewählten Sprache verfügbar. Halleluja. Halleluja. Das wären wieder so 20 Gigabyte. Ja. 5 Gigabyte wahrscheinlich schon gewesen. Also, naja. Ich kann es nicht einschätzen. Importieren von Spielständen. Du kannst Spielstände aus The Witcher 2, Assassins of Kings, importieren.
Mit Zolleinfuhr, Einfuhrsgebühr. Gebührt, ja, Gebühr. In diesem Fall werden dann Entscheidungen aus diesem Spielstand in das The Witcher 3 Spielerlebnis übernommen. Klicke zum Importieren eines Spielstandes im Hauptmenü unter der Option Neues Spiel auf The Witcher 2 Spielstand importieren. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn sich Spielstände aus The Witcher 2 Assassins of Kings im folgenden Ordner befinden: Prozent, Systemlaufwerk, Prozent, Slash, Benutzer, Slash, Prozent, Benutzername, Prozent, Slash, Dokumente, Slash, Witcher 2, Game Saves. Leider, ja, da befinden sich welche, aber da muss ich noch welche reinkopieren. Ich habe die tatsächlich aufgehoben. Jeder Spielstand aus The Witcher 2, der sich in diesem Ordner befindet, kann in der Witcher 3 Wild Hunt importiert werden. Es ist jedoch sehr empfehlenswert, den zuletzt automatisch gespeicherten Spielstand aus Akt 3 von The Witcher 2 zu verwenden, da ältere Spielstände die Entscheidungen der letzten Spielmomente nicht enthalten. Für jede nicht importierte Entscheidung werden Standardeinstellungen verwendet. Sind keine Spielstände aus The Witcher 2 vorhanden, kannst du im Prolog einen Dialog starten, bei dem sich anhand von Fragen und Antworten ein Import deiner Entscheidungen aus The Witcher 2 simulieren lässt. Als ob ich die Antworten von vor 4 Jahren noch wüsste. Okay, ich habe es zwar zwischendurch noch ein paar Mal gespielt, aber. Ja, egal. So gut merke ich mir das halt nicht mehr. Hinweis zur Leistung. Das beste Spielerlebnis lässt sich mit Nvidia GeForce Grafikkarten erzielen. Ja, klar. Die haben ja auch gut Geld dafür wahrscheinlich bezahlt, dass das hier drin steht. Technischer Support. Hier findest du das jeweils aktuelle Handbuch, thewitcher.com Extras. Hier findest du die Wissensdatenbank von CD Projekt Red. thewitcher.com Support. Slash ist da noch vorm Support. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Wenn du ein Problem nicht mit Hilfe der Wissensdatenbank lösen kannst, dann wende dich über die Support-Wendseite an uns. Das ist wie Wendehälse, nur im Internet. Garantie. Für dieses Videospiel gilt eine Garantiezeit von 90 Tagen. Cool, ich habe 90 Tage, die CDs kaputt zu machen. Fangen wir an. Entsprechend den Bestimmungen des Landes, in dem es erworben wurde. Es ist ein Kaufbeleg erforderlich. Oh, scheiße, wo habe ich den wieder hin? Ach, der liegt bestimmt noch im Auto. Ah, das ist das Kabel vom Headset. Noch ein Greif. Wir sind bei verbleibender Installationszeit 30 Minuten. Ich glaube, ich muss meinen Bekannten dann mal eine SMS schreiben, dass ich ein paar Minuten zu spät komme. Aber ich glaube, er erwartet ja auch nicht viel anderes. Normalerweise komme ich ja rechtzeitig. Aber manchmal halt auch nicht. Ach ja, gut ist alles Nokia 6310i. Ja, wo ist denn die Kamera hier? Ich find's toll. Ja, genau. Erinnerung, Pen und Paper, Abend, Mo. Oh, verdammt. Naja. Jetzt bin ich komplett aus dem Vorlesen raus. Mein Hirn ist leer gequasselt. Und wir sind immer noch bei CD2. Oh, das ist aber ein schöner Screenshot. Ja, mal sehen, wie das bei Spielern auf meinem Rechner aussieht. Ich fürchte, das wird heute nichts mehr. Pen and Paper Abend hatte ich komplett vergessen, als ich es vorhin gekauft habe. Naja. Kann ich schon mal runterladen. Euch die Ohren voll quasseln. Ich meine, das ist jetzt schon ein Video, das ungefähr 40 Minuten lang ist. Ich war bei Importieren von Spielständen, nicht wahr? Ja, Hinweis zur Leistung, technischer Support, Garantie, genau, da war ich. In den folgenden Fällen erlischt die Garantie, wenn das Spiel zu gewerblichen Zwecken erworben wurde. Jede entsprechende Verwendung ist strikt untersagt.
Also, tut mir leid, Leute, die monetarisieren, haben keine Garantie mehr. Wenn aufgrund von unsorgfältiger Bedienung, missbräuchlicher Handhabung oder von Unfällen Schäden am Videospiel entstanden sind. Ich hoffe jetzt, dass die Datei nicht kaputt ist, weil mir gerade AVS abgestürzt ist. Das macht er im Übrigen sehr gerne. Eine der Sachen, die ich an diesem blöden Programm nicht sonderlich mag. Ich check das mal. Es wären zwar nur 10 Minuten, aber ich habe da so viele sinnvolle Sachen erzählt. Vor allem habe ich ja mein tolles Handy gezeigt. Das muss ich gleich nochmal machen. Ich bin voll der Hipster. Oh, hat sich jetzt die Kamera verdreht? Ja, hat sie. Ich soll doch nur hier das sehen. Hier. Ja, weiter weg. Total toll. Ich mag die alten Dinger. Alles andere geht bei mir viel zu schnell kaputt. Selbst die Dinger kriege ich kaputt. Man muss zwar schon mal mit dem Auto drüber fahren, aber geht dann schon. Oder das Baseball mitspielen. Das hat es auch überlebt. Weitere Informationen zur Garantie erhalten Kunden beim Händler, von dem das Spiel bezogen wurde, sowie beim Lieferanten in dem Land, in dem das Spiel erworben wurde. Mitwirkende. Ich mag es langsam nicht mehr. Im Übrigen war das das ganze Handbuch. Die ganze Spielanleitung. Das finde ich toll. Also es kommen jetzt noch Mitwirkende. Customer Support Service. Ja, das ist mal eine tolle Spielanleitung. Nichts zur Steuerung. Nichts. Da wird das, vor allem auch das Kompendium, wurde riesengroß angekündigt, ist aber eigentlich nichts weiter als das standardmäßige Handbuch, das ich so von ein paar Jahren noch gewohnt bin. Das ist, naja, ein bisschen traurig. Aber es ist überhaupt was dabei, das ist ja auch schon mal was Besonderes heute. Und die Landkarte gefällt mir, die hänge ich wirklich auf. So, jetzt wollen wir mal schauen. Also ich denke, ich lasse das so laufen. Ihr schaut das zu, während ich. Oh. 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 Er will Weithand. Strich 5 Punkt Bean. Ja, das ist die richtige Disk, hoffe ich. Könnt ihr noch mal checken. Moment. Ich muss. Ach, jetzt sehe ich's. Könnt es bestimmt voll gut lesen. Aber ihr könnt auch immerhin lesen, dass es voll brutal ist. Das ist ab 18. Voll spannend. Jetzt kommt der große Moment. CD3. Ich habe noch 25 Minuten. Ja, die beiden Disks wieder in die Hülle. Sonst erlischt die Garantie. Dass man die dann noch extra auswählen muss in der Installation, die Datei, finde ich ein bisschen seltsam. Aber es ist trotzdem voll retro. Ich darf wieder CDs wechseln bei der Installation. Aber das Beste ist, es ist kein Steam. Denn bei Steam würde ich damit wetten, würde es einfach wieder runterladen, obwohl ich die DVDs habe. Grrr. Ich weiß, man kann dann irgendwie mit einer Erweiterung in der Excel von Steam dafür sorgen, dass es von der CD installiert. Aber das ist so bescheuert. Wenn ich es auf DVD kaufe, will ich es auch von DVD installieren, ohne irgend so einen Scheiß mehr machen zu müssen. Es gibt immer mehr Gründe, Steam ankotzen zu finden. Ach, wie schön. Zur Installation wird eine Internetverbindung benötigt. Zum Spielen wird keine Internetverbindung benötigt. Ach, jetzt seht ihr ja gar nicht meinen schönen Monitor, meinen schönen Rechner. Ich wollte ja eigentlich nur, dass die Kamera die ganze Zeit so da steht, aber gut. Installationszeit 30 Minuten. Habe ich denn noch was? Ach ja, ich müsste noch die DVD, die vorher drin war, beschriften. Das ist nämlich eine Backup-DVD von
Dead Space 3 Let's Play. Ja. Ich glaube, ich könnte mich noch duschen. Ich glaube, ich gehe mich noch duschen. Ich war heute nämlich draußen wegen Projekt. Bis um 3. Wo habe ich denn? Ach ja, da habe ich den Folienstift. So, dann gehe ich mal. Angst. Ja. Also das ist dann Disk 2. Bitte. Disk 2. Oder war es schon Disk 3? Naja. Ich glaube, es war Disk 2. Und ich halt zweimal Disk 2, das spielt ja jetzt auch keine Rolle. Tja, wir sind jetzt aber bei Dreiviertel Installation. Installiert Datei content-content4texture.cache. Verbleibende Installationszeit 27 Minuten. Die Spannung steigt. Ich glaube, ich suche dann mal frisches Shirt. Datei, Content, Content, 5 schon. Bundles, Buffers, Punkt, Bundle. Verbleibende Installationszeit 24 Minuten. So, ich gehe mich dann mal duschen.
Wir sind bei Datei, Content, Content 5, Texture, Punkt, Cache, verbleibende Installationszeit 18 Minuten. Installiert Datei, Content, Content 4, ENPC.W3, Speech. Verbleibende Installationszeit 15 Minuten. Oh Scheiße, ich wollte mich duschen.
So, der frisch geduschte Nackrach sieht jetzt, dass er CD4 einlegen muss. Oh. Und jemand eine SMS schreiben muss, dass er ein paar Minuten später kommt. Game Disk 4. Hier, Game Disk. Wieder ganz spannender Moment. Ich wache das CD-Laufwerk auf. Da. Hier, Game Disk 4. Ja, so ungefähr. Oh, jetzt sieht es. Da konnte ich es mal wirklich lesen, weil ich mich mal nicht blöd angestellt habe. So, letzte DVD. Die Spannung steigt. Werden wir es schaffen, The Witcher 3? Also rechtzeitig sowieso schon nicht mehr. Fertig zu installieren. Ich wette, bei 99% stürzt es ab. Wenn es abstürzt, dann bei 99%. Bei 99%. Manchmal ist meine Aussprache sehr undeutlich. Kita Hero. Ja, okay. Ach ja, DVD raussuchen, Datei raussuchen. Installiert Datei, GOG Game. Oh, installiert Datei, Content 0, DEPC.W3 Speech, verbleibende Installationszeit 8 Minuten. Ich komme ein paar Minuten später. Ich erscheine ein paar Minuten später. Oh, die Kamera ist wieder verrutscht. Na, eigentlich ist der wirklich spannende Teil ja, das Spiel zu patchen. Ich könnte jetzt noch eine Grütze essen. Ja, das Kabel hängt an meinem Mikro. Was ist das, das gerade so rumrauscht? Bisschen blöd, das Kabel hängt an meiner linken Seite. Also an der linken Ohrmuschel. Und mein Rechner steht auf der rechten Seite. Das ist manchmal ein bisschen doof. Habe ich das schon losgeschickt? Ja, habe ich. Das Bild ist wirklich cool. Tut mir leid, dass ihr es nicht sehen könnt. Aber ich finde das Bild von einem blau leuchtenden Rechner mit Lensflare-Effekt auch viel spannender. Oh, er hat ja sogar ein rotes Licht. Das ist das DVD. Festplatte. Wie ihr seht, habe ich ein Asus DVD-Laufwerk. Dazu gibt es auch eine ziemlich lustige Geschichte. Denn der Typ, der es mir eigentlich andrehen wollte, wollte mir erst ein LG verkaufen. Ist im Nachhinein vielleicht auch die bessere Wahl gewesen. Das Asus ist zwar jetzt nicht so schlecht, hat aber mit manchen DVDs, beziehungsweise den Kopierschutz davon wohl doch ein bisschen Probleme. Aber jetzt nicht so schlimm. Ja, genau. Und er meinte, er hätte kein Asus DVD-Laufwerk. Da, okay, nehme ich halt auch ein LG mit.
Ich wollte einen Asus, weil ich mit Asus gute Erfahrungen gemacht habe. Naja, Naivität halt. Und als ich es dann zu Hause auspacke, es war nur so eine graue Verpackung ohne Aufschrift, irgendwas. Als ich es auspacke, er hat gesagt, es wäre ein LG. Ich packe es aus, es ist ein Asus drin. Gut, okay. Oh, ich glaube, das Video ist jetzt über eine Stunde lang. Ich checke auch mal, ob die anderen Dateien auch wirklich alle okay sind. Ich hoffe es. Die 10-Minuten-Datei, wo AVS abgeschmiert ist, scheint auch okay zu sein. Okay, die Videos scheinen schon mal alle okay zu sein bis jetzt. Es ist schrecklich, sie selbst zu hören. Oh nein.
Installiert Datei vcredist x86.exe. Verbleibende Installationszeit 1 Minute. Noch ein Installationsfenster öffnet sich. Scheiße. Oh, 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 Spiel installiert. Bitte installiere Patch 1.01, um zu spielen. Na gut. Mission erfüllt. Ist das Spiel installiert. Zumindest fast. Ich gehe dann jetzt so Tulu spielen. Und man sieht sich dann vielleicht sogar bei The Witcher 1 demnächst. Ich werde das erst in der richtigen Reihenfolge, wenn dann spielen, aufnehmen und so weiter. Mal sehen. Ja, okay, dann tschüss. Wer sich's so lange angetan hat, bekommt ein Exemplar Alpha-Protokoll. Zumindest der, der erst als erstes einen Kommentar darunter schreibt, der es angesehen, geschaut hat. Naja, tschüss.